Frühstück ist auch durch jetzt. Wie kaut man? Komm, zeig mal, wie kaut man? Wie eine Rundbeinpresse, immer im Kreis. So, heute geht es um dieses Gerät. Das ist ein Federspeicher. Er ist für die Handbremsfunktion zuständig. Kurz zur Funktion. Er sitzt hier an der Achse verbaut. So bremst er. Die Feder zieht den Zylinder rein. Wenn wir ihm von hier Luft reindrücken, das ist wie als wenn die Handbremse löst, drücken wir hier Luft rein. Also wir drücken hier Luft in den Zylinder, in den Federspeicher. Und dann drückt er den Zylinder raus und löst damit die Bremse. Hier drin, aus Fahrtrichtung rechts bei uns, ist der durchgerostet. Die rosten meistens unter diesen Haltebändern durch. Hier unter. So wird es hier wahrscheinlich auch sein. Ich werde jetzt gleich das Rad abnehmen, dann gucken wir uns das mal gemeinsam an und dann tauschen wir ihn aus. Was verbauen wir für ein Neuteil? Dieser Federspeicher hier. Das Schöne ist, dieser Federspeicher passt vom U1000 bis zum U2400. Es sind immer dieselben. Bis auf beim U1600. Da ist der Luftanschluss nicht hier, sondern irgendwo hier an der Seite. Weil da die Achsen, weil da nicht so viel Platz ist. Sonst passt dieser Federspeicher, der knapp 400 Euro kostet, bei allen Fabrikaten. Den Federspeicher könnt ihr zum Beispiel direkt über uns beziehen. Schreibt uns einfach eine Nachricht oder guckt bei eBay Kleinanzeigen. Da inserieren wir diesen Federspeicher. Wir legen darauf Wert, dass er gelb verzinkt ist. Wir versprechen uns davon, dass das nicht so schnell wieder passiert, dass er durchrostet, weil der häufigste Grund, warum man einen neuen Federspeicher braucht, ist halt, dass er durchrostet, nach meinen Erfahrungen nach. Dann haben wir hier auch noch eine Notlöseeinrichtung, aber das zeige ich euch später, wenn wir ihn eingebaut haben. Los geht's mit Aufbocken vom Fahrzeug. Henne Handschuhe an und los geht's. Also als erstes Stück Holz unter. Dann den Wagenheber. Beim Wagenheber ansetzen ist es wichtig, dass ihr schön mittig unter der Achse seid. Man kann den Federspeicher auch tauschen, ohne das Rad abzunehmen. Ich mache es jetzt extra fürs Video so, damit man es alles besser sehen kann. Und das ist auf jeden Fall auch für Philipp, unseren Kameramann, viel entspannter. Und ich denke ja fast nur an ihn. Weiter geht's, indem wir den Deckel hier abnehmen. Das ist der Radnabenschutz. Deckel runter. Hier runter haben wir unsere Radnabe. 6-Loch-Felgen 24, 8-Loch-Felgen 27, 10-Loch-Felgen 30er Motor. Warum ist das so staubig und dreckig hier unter? Als ich das letzte Mal die Räder abhatte, habe ich hier ordentlich Fett dran geschmiert. Und deshalb lassen sich die Radmodern auch richtig schön lösen. Und weg mit ihm. Schön zu mir rüber kippen und dann rudern wir ihn langsam von der Radnabe weg. Wenn er leicht angeschrägt ist, lässt er sich leicht bewegen oder leicht her. Dann Magnetlampe. Die habe ich geschenkt gekriegt von Christoph. Vielen Dank, Christoph. Der Onimo steht jetzt auf dem Wagenheber. Handbremse ist angezogen. Ich hole jetzt noch zwei Unterlegkeile für die andere Seite. Wir hören es zischen. Richtig doll sogar. Und wo ist es? Hier oben, da sieht man auch richtig, wie das hier alles verrottet ist. Hier kommt die Luft raus. Da ist er durchgerostet, wie vorhergesagt, unter dem Halteband. Das ist so viel Luft, dass ich zum Schluss mit dem Unimog hier keinen Anhänger mehr ziehen konnte. Er kam nie über 10 Bar, wenn die Handbremse gelöst war. Es wird allerhöchste Eisenbahn, dass wir den wechseln. Jetzt liege ich hier unter dem Unimog, da draußen ist so eine Flippo. Wagenheber hält das Ganze sicher fest. Dann haben wir hier den Federspeicher. Jetzt losschrauben das Ding hier. Die Leitung. Mir Dreck im Mund gefallen. Hier lässt sich echt alles gut lösen bei meinem Unimog. Hier ist auch echt nichts los. Hier ist ein bisschen Öl unter. Aber sonst kein Rost. So.
Die Leitung ist ja jetzt gelöst. Jetzt geht's weiter mit Federspeicher abbauen. Die Strebe hier könnten wir, den Halter könnten wir sogar auch abschneiden. Das wäre hier nicht so wichtig. Aber ich schraube ihn jetzt einfach ab, weil früher oder später muss er sowieso ab. Imbusschlüssel reinhalten und dann mit dem Hammer hinten draufschlagen, damit er richtig sitzt. Wir haben nur einen Versuch. So, der sitzt jetzt hier drin. Knarre rauf und dann mal gucken, wie er so losgeht. Ob er losgehen möchte. Das Halteblech brauchen wir nicht mehr abschrauben, weil das ist schon durchgerostet. Das erspart viel Arbeit. An der Stelle ist er jetzt gelöst. Jetzt haben wir hier noch zwei. Einmal hier unten. Die Befestigungsschraube. Und dagegen dann auch noch die oben. Mal gucken, wie die sich lösen lässt. Die daneben, die wollte eben gerade eher gar nicht. So, Henning, was wird das hier? Die Schraube sitzt fest. Sehr fest. Und Henning ist zu schwach. Durchgedreht. Also der Federspeicher ist soweit durchgerostet. Jetzt haben wir da hinten schon ein bisschen angefangen zu lösen. Jetzt entweicht so viel Luft, dass der Unimog nicht mehr genug Druck aufbauen kann, um die Bremse zu lösen. Dadurch steht das Ganze unter Spannung durch den Federspeicher. Also schneiden wir hier ab, um die Bremse zu lösen, damit auch auf den Schrauben weniger Druck ist. Also, Schirm auf und los. Wie man gesehen hat, das zuckt drauf. Und jetzt wird es auf jeden Fall entspannter, das alles loszukriegen. Also schön vorsichtig dabei. Dann ist der hier lose. Der Stift sitzt hier trotzdem recht fest. Der sitzt immer hier drin recht fest. Da müssen wir gleich nochmal gucken, wie wir ihn loskriegen. Im schlimmsten Fall müssen wir den Kopf abschneiden, damit wir ihn dann durchschlagen können, weil wir hier von unten so schlecht rankommen. Aber da gucken wir gleich mal. Erstmal wollen wir hier den Federspeicher noch abbekommen. Weiter geht's. So, wir haben ihn endlich raus. Die eine Imbusschraube wollte überhaupt nicht. Wir haben eine andere Schraube dran angeschweißt, dann ging das. Ja, ist so eine Notlösung. Aber wichtig ist, dass wir hinten die Gewinde, weil das sind eingenietete Muttern, dass wir die aufrechterhalten, weil sonst kommt man da hinten gar nicht richtig hin. Ja, wie man sieht, schön verrostet, gerade hier an der Achse, wo immer Feucht und Dreck liegt. Und hier dieses kleine Löchlein ist es dann, wo es rausgezischt hat. Das kleine Loch ist es gewesen, das bei über 10 Bar Druck. Ja, wir nehmen jetzt hier diesen Einschraubeinsatz, also das Teil hier schrauben wir jetzt noch raus und schrauben das beim anderen Federspeicher, beim neuen, wieder rein. Dann müssen wir noch unsere abgerostete Schelle abkriegen. Ich gehe mal fest davon aus, dass wir es da auch gleich wieder so machen mit Anschweißen. Alles andere bringt hier nichts. Jo, dann machen wir mal weiter. So. Eine weitere Imbusschraube. Wir haben da einfach eine 14-Schraube dran angeschweißt und dann hier mit dem dicken Kopf, da passiert dann nichts. Das hat ganz gut geklappt. Machen wir jetzt bei der letzte auch. Gehen wir nicht auf Risiko, da kriegen wir sie auf jeden Fall mit raus. Ich schneide die jetzt hier wieder ab, die Schraube, um sie nochmal zu nehmen. So, Federspeicher ist runter, so sieht es dahinter aus. Ich werde da jetzt gleich dick Fett drauf schmieren, dass wir noch ein bisschen sauber machen, damit das auf jeden Fall nicht wieder... Oh, es ist halt so ein blöder Punkt, wo immer ein bisschen Rost sein wird. Hinter so einem Federspeicher, Dreck, Feuchtigkeit, alles sammelt sich dahinter, genauso wie diese Achshalterung. Da kann von oben Wasser und Dreck rein, aber es kommt halt nicht wieder raus. Das mache ich gleich, jetzt gleich schön sauber und schmiere das alles mit Fett ein, dann kommt der neue Federspeicher ran. Brauchen wir dick Fett. Dick Fett! Und neue Schrauben für unseren Federspeicher. Aber als erstes schrauben wir den Pünüppel um in den neuen Federspeicher. So, hier schön Fett und das schmieren wir hier schön an die Rückseite, um vorzubeugen, dass sich dahinter Wasser, Rost und so weiter alles. Ist natürlich viel zu viel, aber es ist lieber zu viel als zu wenig. Viel, viel, viel. In dem Fall schon, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt hier. Auch die Bremsleitung, die dahinter lang läuft, die profitiert da eher von, Philipp. Ah, gut, okay. Wollte ich nochmal sagen. Und jetzt geht's weiter. Neue Schrauben und dann bauen wir ihn an. Schrauben kaufen. Und wie sieht's aus? Ganz gut. Warte, hier kurz eine Schraube, 2,30 Euro. Die Leute sind verrückt. So, Schrauben haben wir jetzt geholt, einen ganzen Sack voll. Und jetzt geht's weiter. Unterlegscheibe auf die Schraube rauf.
Eine Mutter hinten haben wir rausgerissen. Die sind eigentlich eingenietet. Also immer schön die Schrauben rausdrehen und nicht die Muttern lösen wollen, weil sie sind eingenietet. Wir mussten das, weil wir die eine Schraube abgedreht haben mit dem Imbus. Also da eine neue Mutter mit Sprengring oder selbstsichern. Das Ganze bauen wir jetzt hier an unseren gut gefetteten Träger, an die Achse. Mutter sitzt. Nächste Schraube, Philipp, bitte. Auch wieder Schraube, Unterlegscheibe. Loch finden, hier ist jetzt gut Fett drin schon. Die Winde hat sich leicht verzogen durch die Hitze beim Schweißen. Das ist jetzt nicht mehr so geil, aber es geht schon. Jetzt noch schnell die Luftleitung wieder festziehen hier hinten. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Die anderen Schrauben, die sind alle drinne. Und die müssen wir jetzt nur noch richtig festschrauben. Das machen wir, wenn wir alles zusammen eingehakt haben und alles verschraubt ist. Weil der muss auch ausgerichtet werden, weil wir haben Langlöcher, dass er da auf jeden Fall auch gerade drin sitzt und so weiter. Jo. So, letzte Schraube festziehen, das wäre diese hier. Eigentlich ist ein gewindefreier Bolzen drin. Allerdings ist der beim Rausholen kaputt gegangen, weil wir dort was anschweißen mussten. Das hätten wir nicht vernünftig rausgekriegt. Mein 19er Schlüssel. Ziehe ich ihn hiermit schön fest. Oder was heißt schön fest? Normal fest mit Sprengring, damit er sich nicht lose jackelt. Das ist der Bolzen, der den Federspeicher mit der Bremse verbindet. Und die Bremse wird durch den Federspeicher entweder zum Bremsen oder zum Lösen gebracht. So. Normal festziehen. Gut. Auch natürlich alles schön eingefettet, weil hier ist Bewegung drin. Hinter dem Federspeicher, wo immer ein Hohlraum ist und wo immer Dreck drin liegt, habe ich auch ordentlich viel Fett reingemacht. Und dann... Was heißt denn viel? So, dass da keine Luft mehr zwischen ist. Eine Handbreite voll. Jo. Das war's gewesen. Rad ran. Wir haben ihn gerade eben schon ausprobiert. Ankippen. Und langsam unterarbeiten. Schön darauf achten, dass die Gewindegänge von den Radbolzen leicht fettig sind. Sind sie noch bei mir vom letzten Mal. Ist noch nicht so lange her, dass wir die Räder das letzte Mal los hatten. Und darauf achten, dass kein Dreck drin ist. Weil Radgewinde ist Feingewinde, das wäre fatal. So, ich pumpe jetzt noch wieder höher und dann fällt er sozusagen von alleine ran. Federspeicher ist jetzt ausgetauscht, Schrauben natürlich auch gleich neu gemacht. Ja, das Schlimmste war eigentlich den alten auszubauen, den neuen einzubauen ist lange nicht so schlimm. Hat dennoch ganz gut geklappt, also ihr seid da in ein bis sagen wir im schlimmsten Fall, je nachdem wie die Schrauben lose sind, zwischen 1 bis 2 Stunden braucht ihr dafür. Ja, top top. Abonnieren nicht vergessen, schreibt uns was ihr gerne nochmal sehen würdet an Techniktipp. Wie gesagt, so einen Federspeicher könnt ihr über uns beziehen, direkt bei uns einkaufen, das ist kein Problem. Wir haben auch weitere Ersatzteile für Unimogs, gerade für diese Baureihen haben wir sehr viel auf Lager, ob Blechteile sind oder andere Ersatzteile, Pritschen, Räder, alles. Bis zum nächsten Mal. We are the Farmers.